Hallo und moin moin. Heute wird's so richtig sweet, denn ich zeige dir, wie du ganz einfach einen leckeren Kuchen im digitalen Reiskocher zaubern kannst. Okay, ich gebe zu, Kuchen im Reiskocher, das klingt jetzt erstmal komisch, ist es aber gar nicht, denn unser digitaler Reiskocher kann neben perfekten Reis auch saftigen Kuchen zaubern. Und genau das beweise ich dir heute mit einem Schokobirnenkuchen mit Kokosnusssahne. Und dafür brauchst du unsere Schokokuchenbackmischung. Ein paar Birnen, Cashewkerne, Butter und Mehl für die Form, Kokosmilch, ein wenig Sahne steif und Reissirup. Du startest mit den Birnen. Diese musst du als erstes schälen und anschließend in dünne Streifen schneiden. Verrühre nun die Schokobackmischung mit dem Wasser zu einem glatten Teig. Diesen gibst du anschließend in den gefetteten und bemehlten Innentopf des digitalen Reiskochers. Die geschnittenen Birnen legst du jetzt zusammen mit den Nüssen auf deinen Teig rauf. Und jetzt einfach Deckel zu und den Backenmodus auswählen. Hierzu drückst du ein paar Mal auf die Modus-Taste und anschließend für 2 Sekunden auf Start. Nun wartest du 50 Minuten, bis dein Reiskocher automatisch in den Warmhaltemodus springt. Anschließend drückst du für 2 Sekunden die Stopp-Taste. Über die Modus-Taste wählst du erneut den Backenmodus aus. Und über die Minutentaste eine Zeit von 40 Minuten. 2 Sekunden die Starttaste und weiter geht's. So, das riecht jetzt schon richtig lecker hier in der Küche. Und jetzt können wir also mit der Kokossahne starten. Und hierfür nehmen wir einfach die kaltgestellte Kokosmilch, Sahne steif und ein wenig Reissirup. Also, du weißt, was zu tun ist. Ab mit den Zutaten in eine Rührschüssel und 3, 2, 1 losgerührt. Und wenn die Sahne schön fest ist, dann ist sie ready für den Kuchen. Oh, unser digitaler Reiskocher hat gerade gepiept. Das bedeutet, der Kuchen ist endlich fertig. Jetzt musst du ihn nur noch vorsichtig stürzen und tada! Fertig ist dein Schokobirnenkuchen aus dem digitalen Reiskocher. Jetzt nur noch einen Klecks Kokossahne auf den Kuchen und dann solltest du ihn direkt warm genießen. Und falls du jetzt kuchenhungrig bist, dann findest du das Rezept für diesen Kuchen unten in der Infobox oder in unserem Reishunger-Rezeptbuch. Also viel Spaß beim Backen und guten Kuchenhunger!